Um. Hier ist Bela und Sexy Max. Und ihr seht gerade die Jakob Kreuzfeld Show. Und OKB ist okay. Hey. Willkommen im Kiez Report. Wir stehen hier mitten in Neukölln und ich werde gleich ein paar Bürger befragen, was sie vom Thema Gewalt halten. Was halten Sie vom Thema Gewalt? Ja, ich muss sagen, das ist absolut unsinnig hier. Also hier gibt es keine Gewalt. Da bin ich aber sehr anderer Meinung. In der Zeitung steht hier immer, dass jeden Tag Leute abgezogen werden, verkloppt und so. Nein, nein, überhaupt nicht. Also hier ist alles friedlich, sehr friedlich. Ja, na okay, vielen Dank für Ihre Meinung, für Ihr Interview. Danke, danke. Aufschneiden und Flüssigkeit dazu. Lecker. Wer hat denn hier wieder reingeschissen? Eine kleine Frage an Sie. Wie ernähren Sie sich? Ich ernähre mich ja nur gesund. Ich esse halt nur Salat und Gemüse und so. Ja, also nur gesund halt. Achso. Ja. Schön. Dankeschön. Bitteschön. Ja, und wie ernähren Sie sich? Ja, das ist halt alles sehr einseitig. Aber zum Ausgleich nehme ich dann ein paar Pillen und dann geht es mir schon besser. Das ist schön. Danke. Ja, und Sie sehen so gesund aus. Wie ernähren Sie sich? Ja, es ist ganz einfach so, die chemischen Zusätze fehlen den normalen Menschen und deswegen nehme ich zum Ausgleich immer Schneekotze. Das heißt, da sind extrem Granulate und Sulfate drin und alles ist schön chemisch und deswegen sehe ich auch immer so gesund und farbig aus. Muss dann zum Ausgleich vielleicht noch ins Solarium gehen und dann, ja, das war's dann eigentlich schon. Schneekotze! Wir sind rein zufällig auf den Kudamm und befragen jetzt einen Passanten, was er denn zur Jakobs Kreuzfeldshow meint. Ja, guten Tag. Wie finden Sie denn die Jakobs Kreuzfeld Show? Wo läuft denn die? OKB. All die Filiale am Kudamm und wir werden jetzt mal schön die Leute da drin fragen, was sie zur Jakobs Kreuzfeld Show sagen. Aha. Hallo, was sagst du denn zur Jakobs Kreuzfeld Show? Was ist denn bitte? Ah, kennst du sowas nicht? Hast du keinen Fernseher zu Hause? Hast du ein Problem mit deiner Stimme oder was? Nein, ja, sag mal, warum bist du denn meine Milchschnitte? Oder wie schmeckt? Ah, das sieht man aber nicht so. Wo hast du die denn her? Versuchen wir, sie zu bestechen. Ja, guten Tag. Boah, hier ist echt nur noch mit Macke oder was? Ja, ja, können wir uns. Wir wollten ein Gespräch mit euch anfangen und zwar wollten wir wirklich mal fragen, jetzt ganz ernsthaft, wie findet ihr denn die Jakobs Kreuzfeld Show? Ja, ich denke mal, dass die Jakob Kreuzfeld Show toll ist. Ist da noch ein 100er drin jetzt oder? Na, für mich? Ja, natürlich, ja. Also die Jakob Kreuzfeld Show ist wunderbar und ich wäre auch froh, wenn ihr wieder gehen würdet jetzt hier, weil das ist Belästigung. Aber ich kann hier mal eine Unterschrift auf dieses Mikrofon nehmen hier. Hast du das eigentlich von der Steuer abgesetzt? Ja. Wann kommt, hey, sag mal, wann kommt denn mal die Kreuzfeldshow eigentlich? Wann kommt die wieder? Vor uns, ja? Vor uns? Ja, das ist vor euch. Der Event ist um 20 Uhr. Ja, und jetzt sag mal was. Sag
Gartenarbeit. Ist das Mikro überhaupt an? Ist ja nicht an. Okay, also Jakob Kreuzfeldt-Show ist einer der besten Sendungen, die ich auf dem OKB gesehen habe. Da kann sich ein Bässler oder ein Krause hinter verstecken. Und Santos, ich wünsche euch so viel Glück, Wicket hatte. Mir stört gerade immer noch Vera am Mittag. Stimmt. Ne, SK, ja, keine Vera. Das ist ja nicht mehr. Das ist Rappig noch was. So, Heli-Sendung ist super. Ja, geht super. OKB ist toll. Nee, OKB ist okay. Hörst du mich? Ja. Sag mal, wie findest du eigentlich Belo? Hallo. Mein Name ist Belo. Bin ich solo? Und Jakob Kreuzfeldt-Show kann ich nur empfehlen. Bitte. Das ist eine Sendung, die... Das sind so drei Typen, so, die müssen hier einen Anrufer entgegennehmen und sich beleidigen lassen. Top Typen. Hübsch, intelligent, ernst, gebildet, jungfräulich. Dann müssen meine Helme heute eigentlich. Ich weiß nicht, ich guck gerade an der Kamera. Ach so. Ich hab keinen Helm auf heute, weil... Glatzenpower. Ja, cool. Ist geil, wa? Das ist richtig geil. Schön den Nacken ausrasiert. Cool. Hat doch seinen Grund hier in Berlin. Was ist denn unten? Ja. Hör auf, da sind so viele Beulen. Sind wieder. Was ist denn? Ball auf Kreuzfeldt-Show, ja? Dazu zu sagen? Versuchen die Wissenschaftler ein Mittel gegen die Blutung zu finden. Erst jetzt hat es geklappt. Ein paar Beispiele wären vielleicht das Pflaster, womit man einfach zukleben konnte. Oder ein Taschentuch, womit man es einfach zugestopft hatte. Jetzt endlich hat man ein besseres Mittel gefunden, und zwar die OW. Damit die Blutung sauber und diskret abläuft.